Dass beim Fußballverein SC Dorsfeld 09 gute Arbeit im Jugendbereich geleistet wird, ist vielen bekannt. Aber jetzt ist man noch ein anerkannter Stützpunkt geworden. Da freut sich der Vorsitzende drüber. Also ich glaube, das ist für mich die wichtigste in diesem Jahr. Das ist ein Meilenstein aus meiner Sicht in der Vereinsgeschichte, dass wir mal was anderes anpacken als rein Fußballsport. Ist eine Herausforderung, wo wir eben durch diese Projekte, die wir planen, eben auch fachmännische Begleitung brauchen, die uns da unterstützt, um für Kinder und Jugendliche hier mit Migrationshintergrund hier eine gute Plattform zu schaffen. Thorsten Brockhoff, Vorsitzender des DSC 09, freute sich besonders, dass zahlreiche Gäste aus der Politik vor Ort waren. Unter anderem auch die Bürgermeisterin der Stadt Dortmund, Ute Meis, die auch für den Sport in Dortmund tätig ist. Also mein persönlichen Respekt, ich finde das einfach super, was passiert, dass man eben Probleme als Herausforderung sieht und Lösungen schafft. Das werde ich auch gleich so in meiner Rede sagen. Ich bin immer wieder begeistert, was meine Vereine, und damit meine ich nicht nur den Fußball, alles auf die Beine stellen. Sie sind und sie bleiben eine Säule dieser Gesellschaft. Und das muss man auch als Stadtgesellschaft immer wieder anerkennen. Ich glaube, ohne das wären wir eine sehr nichtssagende Stadtgesellschaft. Und von daher tausend Dank und meinen allergrößten Respekt vor dieser Geschichte. Liebe Ute Meis, unsere Bürgermeisterin der Stadt Dortmund wird jetzt hier rüberkommen. Und ich denke mal, sie hat auch... Durch den offiziellen Teil des Nachmittages führte Moderator Uwe Kiesker. Und er freute sich, die zahlreichen Gäste für ihre Grußworte offiziell willkommen zu heißen auf der Anlage des DSC 09 Dortmund. Grüße übermittelte natürlich auch unser Landtagsabgeordnete Ralf Stolze, der es sich nehmen lassen hat, vorbeizuschauen. Also als Landtagsabgeordneter habe ich das Ganze natürlich schon länger begleitet, weil ich bin der Meinung, Landesstützpunkte müssen da eröffnet werden, wo was Besonderes passiert. Und das ist hier in Dorsfeld der Fall. Und wenn der SC jetzt als Landesstützpunkt auch noch ernannt wird im offiziellen Wege, dann ist das sehr wichtig, weil Integration ist unser Hauptthema und eines der wesentlichen Themen, was wir auch im Land verteidigen und bearbeiten müssen. Unterstützt wurde das Ganze natürlich auch von Manfred Kossack. Er ist Sonderbeauftragter der Stadt Dortmund für Vielfalt, Toleranz und Demokratie und begrüßt natürlich diesen neuen Standort in Dorsfeld. Eminent wichtig, und deshalb haben wir heute einen richtig tollen, fröhlichen Tag, weil dieser Sportverein so viel leisten wird. Davon bin ich überzeugt, in Sachen Integration, in Sachen Hilfe für die Schwächeren. Ich denke jetzt vor allen Dingen an Kinder, an Jugendliche, aber auch darüber hinaus. Und er wird mit Sicherheit gerade für Dorsfeld und darüber hinaus ein Zeichen setzen, wie der Sport, wie die Sportvereine, wie die Zivilgesellschaft beitragen kann, um Integration zu erleichtern, um Schwächeren in der Gesellschaft zu helfen und den Zusammenhalt, sprich, wir nennen es auch gerne, die gute Nachbarschaft in dieser Großstadt Dortmund nach vorne zu bringen. Und deshalb ist das heute eine richtig tolle Geschichte, was der Sportclub hier macht. Ein wichtiger Punkt ist natürlich das Miteinander und das Ehrenamt in den Sportvereinen. Das ist das A und O. Denn lass uns alle Probleme anschauen, ob das Fragen von Integration sind, ob das Fragen auch sind, älteren Menschen zu helfen, zusammenzuleben, gut zusammenzuleben. Das kann keine Stadt, das kann keine Verwaltung, keine Politik, das können wir nur aus der Mitte der Gesellschaft. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, deshalb ist es wichtig, dass es hier ein Bundesprogramm ist, das auch unterstützt, das ist okay, aber wir alle müssen anpacken. Und dann ist es gerade im Ehrenamt, und wo ist das Ehrenamt besser vertreten als im Sport, als im Breitensport. Deshalb ist es so toll, dass dieses Ehrenamt sagt, komm, wir packen an und wir schauen darüber hinaus. Und da, wo wir helfen können, und sei es auch bei der Sprach- und Schulhilfe für die Kids, die bei uns kicken oder sonstigen Sport machen, das ist so eminent bedeutungsvoll. Auch der Bezirksbürgermeister Friedrich Fuß freut sich über diese Aktion des SC Dorsfeld 09 und unterstützt das Ganze natürlich.
Dieser Stützpunkt ist natürlich wichtig, weil in Dorsfeld natürlich auch viele Menschen wohnen, die Migrationshintergrund haben und Integration durch Sport ist schon eine ganz, ganz tolle Sache. Aggressionen werden abgeleitet und so, sodass die Menschen, die hier zu viel Energie haben, das in Sport umsetzen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass sie sich nicht ins Gesicht schlagen, sondern eben den Ball benutzen. Ja, dieser Verein hat sich ja wirklich ganz, ganz von unten wieder nach oben entwickelt und man sieht das ja auch hier, es ist wahnsinnig viel los und die Vereinsstruktur lebt hier. Sehr zufrieden war natürlich der Vorsitzende des SC Dorsfeld 09, Thorsten Bruckhoff. Also wir sind natürlich insgesamt stolz, also nicht nur der Vorsitzende, sondern der gesamte Verein, auch gerade für meine Helfer, die in den letzten Tagen mit angepackt haben und auch für unsere Jugendabteilung ist es natürlich sehr erfreulich, dass man hier in Dorsfeld auch bei der Politik eben Unterstützung erfährt. Und das Wetter hat Gott sei Dank bis jetzt gehalten und wir hoffen, dass wir noch einen schönen Tag hier auf der Sportanlage verbringen. Und das erlebten die zahlreichen Mitglieder. Und ab sofort heißt es anerkannter Stützpunktsverein SC Dorsfeld 09.